Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum dritten Termin des Live-Trading-Spezial-Events bzw. Webinarreihe bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, und ich begrüße Sie sehr herzlich heute Morgen hier bei dem Webinar. Wir haben heute den Oliver Klemm als Trader und Referent. Der ist auch als Trading Coach Olli, glaube ich, bei vielen bekannt. Und ich freue mich sehr, ne, dass er heute für uns Zeit hat und uns einen kleinen Einblick in sein Trading gibt. Und bevor ich den Bildschirm dann auch gleich übertrage, zwei organisatorische Dinge noch. Einmal natürlich den Risikohinweis, den Sie bitte hier lesen und zur Kenntnis nehmen sollen, müssen. Dieses Event oder beziehungsweise diese Veranstaltung hier heute dient nur zu Schulungszwecken und Sie entscheiden dann letztendlich selbst. Okay, dann noch ein kleiner Hinweis, und zwar, wir werden ja im April ein Stereo Trader Day Event in Köln veranstalten. Sehen Sie hier mit Oliver Klemm und natürlich auch mit Dirk Helger, der heute Morgen auch anwesend ist. An der Stelle auch guten Morgen, Dirk. Schön, dass du da bist. Und wenn Sie sich informieren wollen über diese Veranstaltung, wir haben hier eine eigene Seite entsprechend auch aufgebaut. Da werde ich den Link gleich auch in den Chat kopieren und würde mich sehr freuen, wenn Sie dann auch hier teilnehmen würden. Und ja, da haben Sie natürlich die Möglichkeit, den Referenten Ihre Fragen zu stellen zum Stereo Trader, aber auch zu den Strategien. Prima. Dann offiziell nochmal guten Morgen, Olli. Wenn du soweit wärst, dann übertrage ich den Bildschirm. Bin immer soweit, ich bin immer früh wach. Das ist Guten perfekt. Morgen. So. Einmal den Bildschirm übertragen. Jawohl. Dass wir noch den richtigen finden, dann nehmen wir den. Jawohl. Da ist er. Da ist er. Der FX Flat MT4. Sehr gut. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon wie ein kleiner Bub auf den 13. Freitag, den 13. April. Man muss es auch spannend machen. Ja. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Dirk, denn ohne den Dirk würde man das jetzt gar nicht hier sehen können. Ich habe das nämlich heute Morgen eingerichtet. Ich bin so einer, der das alles immer Realtime machen muss, von wegen so 2, 3 Tage vorher. Das ist nicht so wirklich meine Art. Und dann habe ich das eingerichtet und dann, ja, irgendwie das MP-Tool hat nicht das gemacht, was ich erwartet hatte, dass es macht. Und da hat er mir zweimal schon vorm Aufstehen mit dem Teamviewer geholfen und deswegen herzlichen Dank. Er hat auch gestern schon angekündigt, er macht meine Feuerwehr, wenn da mit dem Tool was schief geht, weil er ja da der Experte ist. Ich bin ja normalerweise nicht wirklich auf dem MT4 unterwegs, das muss ich ja immer zugeben. Deswegen bitte sich nicht wundern, wenn ich da nicht irgendwelche geheimen Tastenkombinationen kenne und das wie so eine alte Frau mit der Maus und irgendwelchen Klicks mache. So, wir haben heute eine besondere Situation. Die besondere Situation ist, dass wir morgen Verfall haben im größten Kontrakt des Jahres, im Märzkontrakt. Und ja, ich normalerweise in der Woche vor dem Verfall Handelsverbot habe. Das zum Thema Live-Trading. Ich kann durchaus sagen, was ich machen würde, wenn es nicht der Donnerstag vor Verfall wäre. Das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte aber gerne die Gelegenheit benutzen, heute
meine Systematik vorzustellen, damit wir dann am Freitag, dem 13., wo wir ja weniger Zeit haben, dann schon ein bisschen Vorsprung haben. Ja, bei mir ist es viel wichtiger, dass die Leute verstehen, wie ich Märkte sehe, als dass sie zwei, drei Trades hinterherklicken und dann sagen, entweder, oh, das ist ja super, super geil gewesen, von den drei Dingern gingen alle drei gut, oder, oh Mann, der Olli ist ja ein Schwätzer, die drei Dinger gingen ja schief. Die Erklärung ist ganz einfach, wenn man Dinge handelt statistisch, die nur als Beispiel 50% Trefferquote haben, da kann man 24 Fehlsignale hintereinander haben, ohne dass es irgendwie einen Abbruch an der Technik tut. Jetzt ist aber aus psychologischen Gründen so, dass ein Trader, der irgendwelche Signale verfolgt, ich würde sagen, spätestens nach dem siebten Mal sagt, jetzt lass mich in Ruhe, das ist alles Blödsinn, gib mir die nächste Technik, gib mir den nächsten heiligen Gral, lass uns doch hier und da mal etwas anderes probieren. Was auch jetzt im Kryptobereich immer ganz weit vorne ist, das Do Your Own Research, das ist bei mir der Schlüssel zu allem. Jeder muss, und darauf lege ich extrem Wert, ich habe schon geguckt, wer hier alles so online ist. Ich kenne da sehr viele Namen, freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und ihr wisst das schon, es ist total wichtig, dass man sich eben hinstellt und sein eigenes Research macht. Egal, wer einem was erzählt, egal, was für eine super Performance angeblich irgendwelche Leute haben und egal, wie sie aufgebaut ist. Das Geheimnis ist es zu verstehen, wie Märkte funktionieren und dementsprechend dann zu agieren. Es ist ja auch vollkommen unsinnig. Nehmen wir jetzt mal an, wir machen hier 15 Signale. Und wir machen am Ende des Tages 100 Punkte, dann rennen wir hier alle durch die Gegend und sagen, oh, das ist aber geil gelaufen. Das Problem ist, bin ja morgen gar nicht da. Kann ich also gar niemandem morgen helfen. Wenn ich aber heute jemandem beibringen kann, wie er Punkte aus dem Markt holt, dann kann er das jeden Tag anwenden. Und das ist das Geheimnis. Ich habe es schon öfter erlebt, dass Leute mir einmal zugehört haben, dann Monate später wieder zugehört haben, Monate später wieder zugehört haben und dann irgendwann mir eine E-Mail schreiben und sagen, sag mal, Olli, ich habe gehört, du machst Ausbildung, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit dabei zu sein? Also sowas kommt vor. Gut, wir befinden uns heute, wie der Nelson ja schon gesagt hat, bei FX Flat und FX Flat gehört zu der Top-Riege der CFD-Broker und gerade mit Hilfe von Dirk kann man immer sehr gut im Stereo-Trader schauen, wie gut ein Broker ist. Und deswegen sind wir sehr zufrieden und freuen uns und lassen gerne alles, was wir können, für FX Flat in die Bresche springen. So, meine bevorzugte Handelstechnik beruht logischerweise, deswegen habe ich das Market Profile Tool angestoßen auf dem Market Profile. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Market Profile habe ich gelesen, das ist doch irgendwie veraltet, alle machen jetzt Volumentrading. Ja, alle sind jetzt Volumentrader und ohne zwei, drei Footprints geht ja gar nichts mehr. Das Geheimnis ist, dass diese Art von Market Profile, deswegen nenne ich es Market Profile, die Olli-Version, dass die auf Volumen aufgebaut ist. Ja, und zwar auf dem echten Volumen, nicht irgendwie auf irgendwelchen Ticks oder so. Die Entstehungsgeschichte bei mir ist, dass dieses Market Profile in der ursprünglichen Form 1985 entwickelt wurde, vorgestellt wurde und dann irgendwann ja auch in Europa Leute versucht haben, das zu erklären. Und ich habe das ein paar Mal versucht und bin vollkommen unzufrieden gewesen, weil mein Research hat ergeben, dass es im DAX nicht funktioniert.
Wahrscheinlich, weil die Handelszeit damals noch zu kurz war. Wir haben damals die Börsenzeit gehabt. Kann mich nicht mehr genau erinnern. 2 oder 3 Stunden nur. Inzwischen ist das ja ganz anders. Inzwischen spielen auch alle Amerikaner mit. Viele Algos sind angeschaltet. Viel wird computergetrieben gesteuert. Und deswegen wird natürlich viel nach diesen Systematiken gehandelt. Ich handle selbst diese volumenbasierte Version seit circa 2001, das heißt seit 17 Jahren bin ich also ein Volumentrader, ohne das zu wissen, weil nur in Deutschland gibt es den Ausdruck Volumentrading. Wenn man irgendeinem Ami sagt, I do Volume Trading, dann denkt er, ich mache viel Volumen und versteht gar nicht, was ich ihm da erzählen will. So. Die Grundidee ist relativ einfach erklärt. Der Preis, der den meisten Umsatz hat, und zwar, um das einfacher zu gestalten, mache ich das immer pro Session, also pro Tag. Gibt auch Leute, die sagen, wir nehmen zusammenhängende Profile und machen dann eine Woche draus oder so. Also ich fahre mit dem Tag ganz gut. Der Preis, der am häufigsten gehandelt wird, also der den meisten Umsatz hat, nicht die meisten Ticks, sondern den meisten Umsatz hat, der wird als Point of Control bezeichnet. Darum bauen wir, Klammer auf, ganz wichtig, so weit möglich, Klammer zu, eine Glocke. Wir versuchen nun unter diese Glocke nach dem Prinzip der idealisierten Normalverteilung versuchen wir 70%, nicht 68,2, wie es mathematisch korrekter wäre, sondern 70% des Volumens unter diese Glocke zu bekommen. Wir gehen gleichmäßig in Schritten nach oben und nach unten, sodass, wenn der Point of Control irgendwo relativ in der Mitte der Tagesrange liegt, das Value Area High und das Value Area Low die gleiche Distanz haben, also die gleiche Entfernung haben. Sollte aber, wie es auch vorkommt, zum Beispiel, also es ist noch nicht so vorgekommen, dass der höchste Preis das höchste Volumen hat, aber es ist theoretisch möglich, dann wäre es auch möglich, dass der Point of Control natürlich nicht außerhalb der Value Area liegt, sondern am Top oder am Low der Value Area liegt. Diese Value Area bezeichnen wir als faire Preise und den Point of Control als fairsten Preis. Das bedeutet, das ist eine Zone, in der der Markt im Gleichgewicht ist und in der die Menschen, die unbedingt etwas machen müssen, also Leute, die jeden Tag zum Beispiel 1000 DAX-Future kaufen oder verkaufen müssen oder sollen oder eine Order haben, die bewegen sich da und für die ist der Preis okay und die versuchen eben, wenn der Preis ein bisschen teuer in dieser Value Area ist, versuchen sie was zu verkaufen oder weniger zu kaufen. Und wenn der Preis billig ist, versuchen sie zu kaufen und weniger zu verkaufen. Das ist so das normale Prinzip. Ich mache immer das Tomatenbeispiel, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich esse jeden Tag Tomaten. Dann geht er jeden Tag zu seinem Gemüsehändler, guckt, wie der Preis ist, sieht, ah, Kilo Tomaten ist irgendwo zwischen 1,20 und 1,60. Das ist fein. Der kauft seine Tomaten und geht nach Hause und das interessiert ihn eigentlich nicht. Er hat seinen normalen Bedarf, wie Fonds das haben. Die müssen jeden Tag kaufen, zum Beispiel. Und da wird das abgehandelt. Jetzt ist aber das Interessante, wenn der Markt außerhalb der Value Area eröffnet, und darum geht es, er eröffnet außerhalb, dann heißt das, irgendeiner versucht, diesen fairen Preis zu verschieben. Der meint also, dass dieser faire Preis nicht mehr fair ist, sondern jetzt, zum Beispiel heute, hat der Markt außerhalb der Value Area oben drüber eröffnet. Der meint also, der Preis gehört weiter oben hin. Ist dasselbe. Ich komme morgens früh in den Gemüseladen rein und die Tomaten sind plötzlich 2,50.
Da sage ich, 2,50 will ich wirklich Tomaten essen heute. Denn ich weiß, eigentlich sind Tomaten 1,40, 1,60, muss ich ja nicht haben. Wenn ich aber das sehe, dass der Preis 2,50 ist, dann muss ich mich entscheiden. Die erste Entscheidung ist Konsumverzicht. Heißt also, heute Morgen würde man sagen, ach, dann will ich heute keine Aktien kaufen. Ja. Aber wenn der Markt sich jetzt dort etabliert, ja, bei uns geht das in einigen Kerzen, bei Tomaten wären es dann einige Tage logischerweise, dann würde man sagen, hey Mann, jetzt ist der faire Preis höher. Das bedeutet, ich möchte jetzt mehr Tomaten kaufen, weil ich der Meinung bin, der Markt sucht ein neues Niveau und wenn er ein neues Niveau sucht, heißt es Trend. Und Trend sollte man immer folgen. Das bedeutet, wenn der Markt sich hier oben drüber etablieren kann, bin ich positiv und versuche jetzt zu kaufen. Und zwar am besten zu kaufen, logischerweise an dieser Value Area. Ja. An dieser Value Area. Gibt es bisher Fragen? Weil es mir wichtig, dass es jeder versteht. Bis jetzt kommt keine Fragen rein. Ich kann die Fragen sogar sehen, also Ja, wenn sehr sie nicht gut. gefiltert worden sind. Nee, das machen wir nicht. Das Beispiel sehen wir ja gerade jetzt. Wir haben diese dunkelblauen Linien, da steht VA High, heißt Value Area High und Value Area Low, das ist die untere dunkelblaue Linie und in der Mitte in Telekom Magenta Farben den Point of Control. Im Moment ist ja genau das, worauf ich gerade angespielt habe. Der Markt versucht sich oben drüber zu etablieren. Das Tool vom Dirk, das rechnet das automatisch oben die Original Future Preise, auf denen das berechnet wird, in die jeweiligen CFD Preise. Du wirst also feststellen, wenn du auf meinen Newsletter gehst, der diese Levels für den Future immer hat jeden Morgen, dass diese Preise abweichen, weil ja hier dieser DAX nicht der Future ist und daher davon abweicht. Das Tool gibt es über die Stereo-Trader-Seite. Aber wir wollen ja kein Tool verkaufen im Moment, sondern wir wollen das Prinzip erklären, so dass man sich dann damit beschäftigen kann. Also wir unterscheiden ein Opening, einen Eröffnungskurs innerhalb der Value Area, wobei der Markt im Gleichgewicht ist, und ein Opening außerhalb der Value Area, wenn der Markt aus dem Gleichgewicht ist. Wenn der Markt aus dem Gleichgewicht ist, muss er diesen neuen Level akzeptieren. Akzeptiert ist er dann, wenn er mindestens, und zwar am liebsten, wenn die Kasse offen hat, also zwischen 9 Uhr und 17:30 Uhr, wenn er 30 Minuten mindestens 30 Minuten. Die Originalregel heißt 2 30 Minuten Kerzen, die allerdings nicht vollständig draußen sein müssen, aber mindestens 30 Minuten außerhalb verbracht hat. Dann gilt es als akzeptiert und dann versuchen wir, in Anführungszeichen teuer zu kaufen und teurer Trendfolgen zu verkaufen.
Wenn er außerhalb ist, gehen wir nicht gegen die Bewegung, sondern nur mit der Bewegung. Wenn der Markt innerhalb ist, dann dürfen wir Countertechniken fahren und dürfen hoch teuer verkaufen und billiger wieder zurückkaufen. Da wir im Moment 9.05 Uhr haben, ist es im Moment 5 Minuten außerhalb. Beispiel heute wäre also, wir müssen bis 9.30 Uhr warten. Wenn du sehr risikobereit bist, dann hättest du schon diese Bewegung nach unten hier kaufen können. Aber es ist besser in der Regel darauf zu warten, dass der Markt sich mit dem großen Marktsegment, mit der Kasse einpendelt. Die Stunde von 8 bis 9 nennt man Amateurstunde, weil dort in der Regel nur Amateure unterwegs sind. Was heißt bitte, lieber René, dann? Ach so. Dachte eben, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. So, das ist das Prinzip. Wir sehen gleichzeitig, dass wir hier ein Intraday-Profil haben. Das heißt, das ist Intraday, also nur von heute, der untere Value-Level. Der ist natürlich am Anfang sehr reagibel, ist ja klar. Und der obere Value-Level, wieder in dunkelblau. Der Point of Control wird gelb dargestellt. Sonnengelb. Logischerweise wird bei diesem Tool dieser Intraday-Level nur dargestellt während der Öffnungszeiten des Futures. Weil ohne den Future ist es nicht möglich, das zu darzustellen. So. Groß genug. Da sehen die Kerzen so brutal groß aus. Ich habe mir angewöhnt, dass meine Kerzen immer die gleiche Größe mehr oder weniger haben. So dass ich nicht denke, oh Mann, das ist ja eine monströse Bewegung, weil ich es anders eingestellt habe. Also wir sehen, dass im Augenblick hier diese Value Area den Support bildet und er sich innerhalb der heutigen Value Area langsam auf den Weg nach oben macht, so wie er das nach unserer Idee machen sollte. Fragen? Du brauchst, um das zu berechnen, dass also es gibt auch andere, wir sind nicht die Einzigen, die es anbieten, aber wir sind diejenigen, die das eben in meiner Version anbieten. Das ist eine Eigenprogrammierung und wir haben letztes Jahr eine Berechnung gemacht über die letzten, ich glaube es waren 3 Jahre und da waren wir 18% genauer als andere Tools. Die Value Area errechnet sich durch den Point of Control, das ist der Preis, wo am meisten Volumen umgeht. Und dann versucht man 70% des Volumens in diese Value Area
zu bekommen, indem man immer zwei Ticks hoch das Volumen einrechnet, zwei Ticks runter, zwei Ticks hoch, zwei Ticks runter, zwei Ticks hoch, zwei Ticks runter, bis 70% des Volumens erreicht sind. Wenn es irgendwo nicht mehr hoch oder runter geht, kann man eben nur noch runter oder nur noch hoch gehen. Ja. Das heißt, im Augenblick wären nach meiner Technik nur Käufe erlaubt. Bei den amerikanischen Märkten ist das genau dasselbe. Der amerikanische Markt macht um 15:03 Uhr, also im Moment ja nicht wegen der unterschiedlichen Sommerzeit. Aber so im Normalfall macht er um 15:30 Uhr auf und macht um 22:15 Uhr zu. Also Ziele kann ich auf zweierlei Art und Weise definieren. Das eine ist innerhalb der Value Area. Da versuche ich, das Value Area High zu verkaufen oder das Value Area Low zu kaufen und auf die andere Seite zu fahren. Mindestens aber bis zum Point of Control. Wenn er außerhalb ist, so wie jetzt, wäre es dumm, mich zu beschränken und zu sagen, oh, da nehme ich mal, keine Ahnung, 20 Punkte, 30 Punkte, 50 Punkte mit. Das macht man also nicht. Man richtet sich dort nach der ATR, also nach der Average True Range. Man nimmt dort die 5 Tage, die man berechnet, also die 5er ATR. Nicht wie viele das machen mit der 14er oder so, sondern ich nehme die 5er. Daran orientiert man sich. Man will auf jeden Fall, auf alle Fälle das Doppelte des Risikos verdienen. Das Risiko richtet sich natürlich auch nach der ATR. Macht keinen Sinn, irgendwie pauschal zu sagen, dann nehme ich 20 Punkte oder so. Und dann hat man vielleicht eine ATR von 50 im 5-Minuten-Chart, weil gerade irgendwo was passiert ist. Dann muss man das dementsprechend anpassen. Ich nehme, wenn du mich festnageln willst, auf einen Stopp bei diesem Market Profile drehst 20 Punkte. Wie gesagt, abhängig immer von der ATR. Also mein Setup berücksichtigt den Vortag, dadurch, dass ja diese ganzen Werte berechnet sind auf dem Vortag. Ich schaue natürlich auch auf den Trend. Trend hat grundsätzlich mit Market Profile nicht viel zu tun. Aber man muss sich ja nicht gegen irgendeinen D-Zug stellen oder ist ja so wie bei Dingen wie Opening Range Breakout. Wenn man das gegen den Trend versucht zu spielen, wird man Schiffbruch erleiden. Man sollte also immer auf den Trend zusätzlich aufpassen. Alle anderen Tage sind mir egal, Waldemar. Es sei denn, wir sind in einem starken Aufwärts- oder Abwärtstrend. Im Augenblick sind wir sicherlich, wenn man ehrlich ist, seit dem 5., 6. Februar in einer Range, die wir nur ganz kurz mal nach unten verlassen haben. Der Markt pendelt sich aus, der Markt wartet auf seine morgen unendlich kommende Expiration, also auf die
das Auslaufen des großen Märzkontraktes. Und statistisch gesehen ist es so, dass eben sehr oft dieser Markt zu diesen Terminen dann Kaufinteresse zeigt. Das heißt, es ist keine große Überraschung, dass wir hier im Moment immer wieder so kleine Kaufwellen haben. Warum fragst du nach meinem Mikro? Ich hoffe, man hört mich gut. Soweit ja. Ja. Das ist ein Rode Mikro. Ich glaube, es heißt Podcaster oder so. Oder Röde oder wie immer es ausgesprochen wird. Moin, Herr Nachbar. Für mich hat es keine Relevanz, ob ein Tag davor ein Outside- oder Inside-Tag ist oder ob der runterging oder hochging. Was für mich Relevanz hat, ist, wo war der Point of Control, wo ist die Value Area und wie muss ich darauf heute reagieren? Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie ist die Trendrichtung? Also habe ich einen Trend, dann muss ich nicht Schweinchen schlau spielen und dagegen halten, sondern kann in Trendrichtung versuchen einzusteigen. Und alles andere ist egal. Na, Beispiel wäre, wir waren drüber. Wir waren lang genug drüber. Wie gesagt, wenn ich mal so tue, als gäbe es die Kasse nicht. Die Kasse ist erst 17 Minuten drüber. Und dann versuche ich stelle mich in der Regel immer zwei Punkte davor, weil der DAX ist ja sehr wie ein schüchternes Reh. Das heißt, wenn da viele Leute stehen, deswegen stehe ich immer zwei Punkte vor diesen Levels. Würde ich mich also zwei Punkte über diese Value Area stellen, weil ich hier kaufen möchte. Dann hätte ich 20 Punkte Stopp und 40 Punkte Ziel. So einfach ist das. Trend schaue ich immer auf den M15. Ich will jetzt nicht, oder ich will versuchen, nicht über den Trend zu sprechen, weil das sehr langwierige Geschichte ist, das ordentlich zu erzählen. Und wir heute ja nur 2 Stunden haben. Im Grunde gibt es für mich 1, 2, mehr 3 Möglichkeiten, den Trend zu bestimmen. Die eine Möglichkeit ist durch das Zählen von Bewegungen, von Wellen. Ich sage, alle 3-welligen Bewegungen sind Korrekturen. Alles, was mehr als 3 Wellen ist, hat Trendverdacht. Bedeutet, wenn was mehr als eine normale 1, 2, 3 Korrektur oder sowas ist, dann könnte es schon wieder ein Gegentrend sein. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich nach einem Low 3 höhere Lows danach habe oder nach einem High 3 niedrigere Tops habe und danach ein neues Extrem in die neue Trendrichtung trete, dann habe ich auch eine Trendaktivierung vorliegen. Und die andere Art und Weise wäre zu sagen, ich habe mehr als 2-mal einen Point of Control Bewegung in eine Richtung. Das sind so die 3 Dinge. Die Value Area seitwärts handle ich, also ich würde das nicht bezeichnen als seitwärts, sondern wenn wir drinnen sind,
dann möchte ich gerne, dass wir, oder gehe ich davon aus, dass wir drinnen verbleiben, dann versuche ich möglichst natürlich in Trendrichtung die, das Value Area High zu verkaufen und am Low zu decken oder das Value Area Low zu kaufen und am Value Area High zu verkaufen. Das mache ich doch jetzt seit über einer halben Stunde, lieber Andreas. Bitte dich, deine Frage zu präzisieren, sonst kann ich dir darauf nicht antworten. Exakt das, was du gefragt hast, habe ich in der letzten halben Stunde erklärt. Also, noch einmal. Die dunkelblauen Linien rahmen die Value Area ein. Hier steht Daily, D heißt Tages, Value Area Low. Da steht Daily, Value Area High. In der Mitte war gestern möglich, dass es in der Mitte war. Der Point of Control, das gestern am meisten Volumen umgegangen. In Telekom Magenta. Intraday, Value Area Low, das ist die untere blau gestrichelte Linie. Intraday, Value Area High ist die obere blaue gestrichelte Linie. Intraday Point of Control ist das sonnengelbe Teil. Ja. Das Einzige, was man sagen kann im Augenblick, ist, dass wir im Moment nur Käufe machen können. Wir sind außerhalb der Value Area, wir sind im Moment von der Idee des Verkaufens müssen wir abgekommen sein, denn im Moment wird hier ein neues Niveau angestrebt. Gibt keine Hinweise darauf, dass es runtergeht. Funktioniert bei allen elektronisch gehandelten Märkten, wo man das Volumen hat. Geht also auch zum Beispiel in den Forex Future. Bitcoin.
Bitcoin kann ich dir sagen, dass wir unterhalb der Value Area heute traden. Das heißt, heute kann ich, bis er wieder in die Value Area hineingeht und sich dort etabliert, kann ich nicht darüber nachdenken, die zu kaufen. Man muss davon loskommen, dass man immer Prognosen abgeben will. Nach dem Motto, der DAX ist am 31. Dezember 5.000. Der DAX ist am 31. Dezember 25.000. Das ist sinnbefreit, denn vielleicht war der DAX inzwischen 1 Million und geht dann wieder auf 25.000 zurück. Dann warst du dann seit 25.000 short, weil du gesagt hast, der ist doch am Ende des Jahres 25.000. Oder vielleicht hast du recht und er ist am Jahresende 5.000, war aber zwischendurch 25.000. Dann bist du tot, wenn du heute was verkauft hast. Also wir versuchen, unsere Setups prognosefrei abzuhandeln, weil nur das Kohle bringt. Alles andere ist Meinung, alles andere ist, kann man sich beim Kaffee oder beim Bier drüber unterhalten, ist alles super, bringt aber kein Geld. Man muss in Trendrichtung handeln, weil Trends immer länger laufen und weiterlaufen, als man sich das vorstellen kann. Wenn wir hier zum Beispiel auf den Tageschart gucken, dann können wir sehen, dass wir hier den 5. und den 6. haben und der Markt innerhalb dieser Tage ja oszilliert. Im DAX Future war der nicht so tief, daher war dieser tiefer. Das ist nur, weil der vor Tagesbeginn war, der so tief. Also im CFD noch einfacher zu sehen, dass wir hier in der Range sind. Gibt auch überhaupt keinen Hinweis, dass wir jetzt plötzlich nach oben starten. Das heißt, aus dem Tagestrend heraus würde ich sagen, erwarte ich neue Lows. Aber es hilft mir im Trading heute nicht. Der Dirk. Du nimmst bei den Forex-Futures natürlich auch den entsprechenden liquiden Handel. Im Normalfall bei den Forex-Brüdern, wenn die Amerikaner wach sind. Gibt Leute, die machen auch London, aber da das amerikanische Futures sind, nehme ich den amerikanischen Handel. Die Value Area von Bitcoin. Wir sollten Bitcoin handeln hier. Man muss gleich mal hier umstellen auf Bitcoin. Nehme ich von der BitMEX. Das ist der liquideste Markt. Können wir machen, Daniel? Habe ich ja gesagt. Wenn du mir zugehört hättest, hättest du gehört, was ich darüber gesagt habe, und alles wäre gut.
Übrigens, hättest du zugehört und hättest das gemacht, hättest du gerade jetzt um 9:30 Uhr deine Order einstellen können. Zwei Punkte über der Value Area zu kaufen. Ich bin nicht streng heute. Es ist nur so, dass ich der Meinung bin, dass man auch im Internet den entsprechenden Respekt zeigen kann und zuhören kann, wenn jemand etwas sagt. Ja. Ich habe begründet, warum heute ein Tag ist, an dem Trading nicht besonders intelligent ist, weil heute einen Tag vor der, also vor dem Verfall ist. Deswegen werde ich persönlich heute nicht handeln und habe gesagt, ich werde aber sagen, welche Trades, wenn heute nicht Donnerstag ist, gemacht werden könnten. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Kauf gewesen. Da an diesen, vor allen Dingen in der letzten Woche, diese kurzfristigen Spurts von 25 oder 50 Punkten aufgrund von Schließungen von Futures sehr häufig vorkommen, halte ich es für nicht besonders clever, da nun besondere Aktivitäten zu zeigen in dieser letzten Woche. Ich habe zum Beispiel diese Woche nur Bitcoin gehandelt. Was sollte man im Handel auf gar keinen Fall machen, fragt er. Also auf gar keinen Fall sollte man sich beeinflussen lassen, dadurch, dass durch die Idee, es könnte ja heute anders sein. Ja. Heute könnte es anders sein. Der Markt kommt so schnell auf mich zugesprungen, zum Beispiel eben. Hier wäre ja unser Kauf gewesen. Und dann sich eben hinzustellen nach dem Motto, oh mein Gott, da kommt so eine große schwarze Kerze an, da mache ich lieber nichts. Man sollte sich also von diesen Psychospielchen, die der Markt mit einem spielt, nicht beeinflussen lassen. Man sollte seine Setups kennen, seine Setups handeln und fertig. Der Markt wird dir einmal den Profit geben und er wird auch mal dir Verlust geben. So ist das Leben. Man sollte sich jeden Tag vorbereiten. Man sollte jeden Tag auch darauf achten, welche nennen wir es mal Stimmung, in welcher Stimmung man ist. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn man wütend ist oder man fühlt sich schlecht, weil man, was weiß ich, der Fußballclub hat verloren oder was weiß ich, was es für komische Gründe geben kann oder die Frau hat gesagt, bring doch mal den Müll raus und ähnliches oder dem Opa geht es schlecht oder was weiß ich. Dann sollte man, wenn man das nicht 100% unter Kontrolle hat, sollte man den Handel vermeiden, weil man ansonsten die Tendenz hat, dem Markt zeigen zu wollen, dass man es ja so viel besser kann. Das geht in der Regel schief. Die Bollinger Bänder stellen für mich eine Landkarte dar, René, und sind für mich manchmal Hilfsmittel, einen Trade ein bisschen früher einzugehen oder zu beenden, weil eben dort natürlich Unterstützung oder Widerstand ist.
Das ist wie auch das Market Profile eine statistische Art, den Markt zu beobachten, eine Landkarte. Wir haben also heute die Situation, dass wir uns in einer Konsolidierung eines Abwärtstrends befinden, dass wir also, wenn wir über den Tag hinaus gucken, einen fallenden Markt sehen werden, mit großer Wahrscheinlichkeit, wir aber im Augenblick hier positiver gehen, das heißt, wir sind außerhalb der Value Area, wir müssen also, wenn wir nur auf heute achten, Käufe suchen. Was man auch noch machen sollte, man sollte sich hinstellen und sollte gucken, wo entsprechende mögliche Widerstände oder Supports sind. Man kann im Tageschart gucken oder ich empfehle den 15-Minuten-Chart und kann dann an diesen Levels agieren. Ich mache es folgendermaßen, dass ich mir angucke, wo sind Lows und Highs und dann entsprechend auf das höchste Close, wie zum Beispiel hier, oder auf das niedrigste Close-Liniensätze. Ja, als Beispiel. Dann schaue ich mir das an, sage, wie ist denn hier meine Idee? Meine Idee ist, wenn ich hier gekauft habe, dann habe ich 20 Punkte Risiko, will 40 Punkte verdienen. Wenn ich 40 Punkte hier oben drauf rechne, ist das irgendwie 313. Ich gehe in den M15, ich gucke 313, funktioniert das? Ja, der Widerstand ist 318, kein Problem. Ja. Dann hätte ich jetzt dort andere Widerstände, dann würde ich sagen, oh mein Gott, da komme ich ja gar nicht zum Zuge, der kann ja gar nicht so weit hochlaufen. Kann aber. Ja. Die genauere Version wäre, dass man sich hinstellt und dann im jeweiligen Tag guckt, wo war denn da an dem Tag der höchste Umsatz? Logischerweise, wo der Point of Control war, sieht man es ja. Hallo Harald. Ja, die Amis haben die gleichen Verfallstage in den Aktienmärkten. Der dritte Freitag im Monat. So, und ich hoffe, die Daniela liegt jetzt 20 Punkte vorne und sagt, siehst du, und der Idiot klickt's nicht. Herr Daniela. Wenn du dann noch verstanden hast, was ich gesagt habe, dann kannst du es jeden Tag machen. Ich empfehle dir trotzdem, das selbst zu researchen, weil das kann ja Zufall sein.
Kann ja Zufall sein. Oder ich habe meinem Bruder gesagt, er soll den Markt mal da unterstützen, damit ihr denkt, dass es gut geht. Kleiner Spaß. Du, ich habe kein Problem, real zu klicken. Ich habe eher Problem, Demokonto zu drücken, weil das ja vollkommen sinnbefreit ist. Aber es geht darum, es euch zu zeigen, damit eben ihr versteht, wie ich den Markt beobachte. Das ist doch viel wichtiger, als jetzt ein Demo-Trade zu machen. Ich denke, ich habe das ziemlich klar gesagt, dass ich auf 9:30 Uhr warte, dass ich mich 2 Punkte vor dieses Ding stellen würde, wie groß mein Risiko ist, wo ich hin will. Habe gesagt, man soll sich nicht nervös machen lassen. Wie viele Leute meinst du, haben jetzt nach dieser Kerze in den Test dieses Hammers wieder verkauft, nach dem Motto, oh mein Gott? Habe ich ja gesagt, nicht nervös machen lassen, einfach die Setups abhandeln. Wie gesagt, auch wenn ich mal jemanden anspreche, weiß mir vielleicht nicht 100% gefällt, was er da reinschreibt. Nicht böse sein, sondern sich mal in die Lage desjenigen versetzen, der da sitzt und dann sowas lesen muss. Und gar nicht versteht, warum es da steht. Ich warte eigentlich auf den ersten, der fragt, wann ich denn den Stopp nachziehe. Das will keiner wissen. Der Michael weiß es. Also Stopps nachziehen ist eines der furchtbarsten Dinge, die man machen kann. Der Kollege, der vorhin gefragt hat, ob ich mal sagen kann, was man auf keinen Fall machen sollte. Dazu gehört auch das Nachziehen von Stopps. Das Nachziehen von Stopps ist oft der größte Verlustbringer. Wir haben mal mit Hilfe von Amazon zugekaufter Rechenpower haben wir mal errechnet über einen sehr langjährigen Zeitraum in Tickcharts haben wir nachgerechnet, was denn passiert wäre bei Signalen, wenn man nach 10 Punkten plus immer dein Break-Even auf 0 gesetzt hätte. Diese Break-Even plus 1 Stops. Und da wird man in allermeisten Fällen, in manchen Marktphasen, zu 85% ausgestoppt. Daher tue ich das nicht. Die einzige Möglichkeit, einen Stopp nachzuziehen, die einzige Möglichkeit ist, wenn ich in einer echten Trendbewegung bin. Da kann ich nach einer Konsolidierung und einem entsprechenden Ausbruch aus dieser Konsolidierung kann ich dann dementsprechend ihn nachziehen. Aber hier zum Beispiel, was soll ich hier nachziehen? Wenn jemand sagt, okay, ich glaube aber nicht, dass es hochgeht, ja, dann hast du doch deine Value Area, die Intraday, dann kannst du hier oben an der Value Area High deine Position schließen, kannst sagen, okay, das sind, keine Ahnung, 15, 17, was weiß ich, Punkte und gehst nach Hause. Oder versuch's hier im zweiten Versuch nochmal. Aber ansonsten gibt es keine Möglichkeit, den Stopp nachzuziehen. Das Szenario ist ja unverändert. Ob es gut geht oder schief geht, weiß ich nicht. Bitcoin hat gerade Gold gefunden, ist gerade $250 hochgejumpt in einer 3-Minuten-Kerze.
Also der erste Kollege fragt schon nach Trend. Viele denken, es ist weniger Fragen dran, wollen wir das nicht. Also die Wahrheit habe ich ja vorhin schon im entsprechenden Tageschart gezeigt. Die Wahrheit ist, dass es sicherlich ein Downtrend. Und dagegen hat sich inzwischen sicherlich ein Aufwärtstrend gebildet und im Moment sind wir in einer Range. Natürlich ist diese Range monstergroß. Ja, sind ja 130 Punkte oder so. Vielleicht sogar, ja, irgendwie so. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, also da muss man doch trotzdem was machen. Ist ja gar nicht die Frage, dass man da vielleicht was machen kann, aber es ist eben keine Änderung des Trends. Wir haben also im Moment diesen dominierenden Downtrend und haben einen dagegen gebildeten Aufwärtstrend. Sind jetzt in einer Konsolidierungsphase. Logischerweise wegen der Expiration, wegen des Auslaufen des Märzkontraktes. Mache das folgendermaßen. Muss mal groß machen. Mal hier an den. Suche gerade los. Hier zum Beispiel. Nehmen wir mal die. Also, dann gehe ich hin und sage, das ist ein Low. Jetzt habe ich eine Bewegung hoch. Jetzt habe ich eine Bewegung dagegen und habe hier ein höheres Low. Danach mache ich ein höheres High. Und habe jetzt eine 1, 2, 3 stehen. Danach macht nun der Markt eine nächste Welle nach unten. Für eine Welle ist für mich vor allen Dingen maßgebend, dass er aus der letzten Kerze diese Aufwärts- oder der Abwärtsbewegung herausläuft. Das tut er hier. Damit ist das eine Welle. Und wenn er jetzt hier drüber geht, hat er mehr als drei Wellen gemacht. Und dann ist er für mich im Aufwärtstrend. Das ist die einfachste Möglichkeit, das darzustellen. Ist das als Erklärung okay für dich erstmal, oder? Gerne. Also ihr seht an der Value Area, dass es im Augenblick eine Konsolidierung ist. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, die Dinger gehen seitwärts. Es ist eine Range. Unten kaufen, oben verkaufen. Unten kaufen, oben verkaufen. So machen das die Maschinen. Jetzt ist die Frage, möchte ich das machen in dieser relativ engen Range? Das muss jeder nach seinem Risikoprofil beurteilen. Ich weiß, ich möchte es nicht machen. Ich gucke, wenn solche Tage
sind eben auf andere. Da macht es viel mehr Sinn, beispielsweise Bitcoin zu handeln. Gibt auch andere Märkte, wenn die sich bewegen. Die Be Märkte, die sich bewegen, die Wohler haben, die sind interessant. Jetzt gibt es viele Bücher, die behaupten, je öfter eine Unterstützung oder ein Widerstand getestet wurde, desto stärker ist er. Und ich sage, nee, das ist wie wenn man auf eine Wand kloppt mit so einem Hammer, da geht ja immer ein bisschen Stein verloren und irgendwann ist man durch die Mauer durch. Das heißt, je öfter diese Unterstützung getestet wird, wird die nicht stärker, sondern für mich wird die schwächer. Ich persönlich handle Bitcoin nur auf der BitMEX. Gibt ja viele Broker, die das anbieten. Ich habe mich dann noch nicht damit beschäftigt. Wir bieten es auch an Gibt als es. CFD. Wie viel Spread habt ihr, Nelson? Zwischen 65 und 90 aktuell. Also im Durchschnitt 75. Okay. Bist du erschrocken, wenn ich sage, dass auf der BitMEX der Spread ein halber Dollar ist? Nein, bin ich nicht. Ich weiß, ihr habt, das ist ja bei euch eine ganz andere Idee und eine Größenordnung. Richtig. Aber für Intraday-Handel ist natürlich das, ihr müsst natürlich eure Firma schützen, das ist vollkommen klar. Deswegen ist das auch gerechtfertigt. Nur für jemanden, der das Intraday handeln will, ist es natürlich sehr prohibitiv. Da kannst du nur praktisch im Tageschart oder sogar im Wochenchart handeln. Wer da versucht, 3-Minuten-Charts zu handeln, der wird da Schiffbruch erleiden. Aber das wird sicherlich besser. Je liquider Bitcoin allgemein wird und je anerkannter und regulierter das wird, desto mehr gehen die Spreads zusammen. Und es ist auf jeden Fall oft schon besser, ein CFD zu handeln, als irgendwo sich die Münze, die man ja leider gar nicht anfassen kann, in irgendeine Wallet zu legen und sie sich klauen zu lassen. Also ich bin da guter Dinge, dass wir da demnächst viel bessere Bedingungen als Händler vorfinden in diesen Kryptomärkten. Das Market Profile Tool kannst du nicht auf diese Märkte anwenden, weil wir dazu die Volumendaten brauchen und wir keine Anbindung an die entsprechende Börse haben. Also ich bestimme Trends immer für mich im M15 und handle in den hochpreisigen Märkten wie den DAX zum Beispiel oder Bitcoin im 3-Minuten-Chart, handle in den anderen Produkten wie zum Beispiel dem Eurostoxx oder ähnlichen im 5-Minuten-Chart. Ich persönlich handle überhaupt kein Forex. Ich habe früher Forex gehandelt, als ich bei der Deutschen Bank im Devisenhandel war. Aber seitdem, vielleicht einmal im Jahr, wenn da irgendwo ein Trend ist, weil ich meine Rechnung, die ich im Dollar bezahlen muss, absichere oder so, aber nicht im Intraday.
Also das Tagesprofil zeigt dir, wo wir sind, wo wir uns befinden. Und das Intraday-Profil gibt dir eine Hilfestellung dazu. Das heißt, das Tages, wie im richtigen Leben, der Tageschart ist wichtiger als der Intraday-Chart. Aber wenn der Tageschart zum Beispiel sagt, da sind 200 Punkte Platz, dann guckst du trotzdem Intraday, ob du was findest. Genauso hier, weil ansonsten hättest du ja monströse Stops oder so. Wir schauen auf den DAX, weil ich von den CFDs, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein CFD-Handel extrem beschränkt, ganz, ganz selten. Handle ich mal CFDs. Aber wenn, dann nur im DAX. Alles andere ist von dem, was du erreichen kannst als CFD-Trader, das für mich nicht wirklich intelligent. Weil das Brett so groß ist bei vielen. Im Eurostoxx zum Beispiel ist das Brett mindestens genauso groß, teilweise sogar größer als im DAX und der Wert ist nur ein Drittel oder so oder ein Viertel. Da muss ich ja bekloppt sein, wenn ich den Eurostoxx handle. Weil das Brett sind Kosten und Kosten sind eine der größten Quellen für Verluste. Was heißt dieses Thema? Das verstehe ich nicht, oder? Metin? Ja, ich werde da mit dem Market Profile Tool handeln. Weil es ja ein ganz normaler Tag. Stereo Trader ist das Tool von Dirk Hilger. Ich kann dir sagen, dass ich in meinem, also es sei denn, der Dirk hört auf, den Stereo Trader zu vertreiben, dann kann ich ja auch nichts machen, weil ich bin kein Programmierer. Aber ansonsten werde ich in meinem Leben ohne den Stereo Trader nie mehr einen CFD treten. Es ist einfach eine extreme Verbesserung gegenüber diesem MT4 Tool. Ja, es ist so. Es ist einfach, ihr müsst den Jungen hier auf den Schultern umhertragen. Das ist für CFD-Trader absolutes Gold wert. Mit dem Market Profile Tool haben wir die Möglichkeit geschaffen, die Symbiose zu bieten zwischen den ja nicht vorhandenen Volumendaten, die wir brauchen, und den CFDs, weil normalerweise können wir das ja nicht darstellen. Wir dürfen ja auch nicht die Volumendaten jedem mitteilen, sondern können nur Berechnungen aufstellen, eigene Berechnungen. Eigene Berechnung ist erlaubt und daher muss nicht jeder die Börsengebühren bezahlen. Wer den Stereo Trader tatsächlich noch nicht kennt, ich werde einen Link in den Chat kopieren, wo Sie weitere Informationen finden und wie Sie das auch bei FX Flat bekommen können. Ja, sogar wenn man ein bisschen tradet umsonst. So ist es. Und damit ein weiterer Pluspunkt für FX Flat.
Also bei Fragen zu dem Tool oder zu Pricing oder sonst wie, bitte eine Mail schreiben. Ich kann darauf hier nicht eingehen. Gibt weder Unterschied, also es gibt zwei unterschiedliche Preise, weil es Community-Mitglieder von mir billiger bekommen als der Normalbürger. Aber ansonsten gibt es da keine Unterschiede. Frag doch den Dirk. Ulf, mein Freund, frag doch mal den Dirk. Eine oft gestellte Frage in den letzten Tagen, wann die 2.0er-Version kommt. Jetzt könnte ich die total dem Dirk viel Arbeit machen, dem ich sage, komisch, ich habe sie schon. Stimmt aber nicht. Der Dirk fragt auch mal den Dirk. Also ist noch nicht sicher. Lass den Jungen programmieren und er wird es dann sicherlich bekannt geben. Man kann ihn ja auf Facebook finden, in seiner Community und er wird sicherlich bekannt gegeben. Wenn es Firmen wie Apple manchmal verschieben irgendwelche Dinge, dann muss man auch dem Dirk erlauben, mal noch ein paar Tage nach Bugs zu suchen. Das Warten lohnt sich. Oh ja. Oh ja. Bei uns ist ja passiert mit dem Market Profile Tool, dass wir dann in eine Umstellung gekommen sind, als das auch auf den MT5 transportiert wurde und dann ging eine Zeit lang gar nichts. Deswegen lieber warten. So wie im Markt. Lieber warten und dann hoffentlich beim Target rausgeholt werden. Der Andreas fragt, was machst du eigentlich so den ganzen Tag beim Traden? Bleibst du vor dem Rechner sitzen und beobachtest den Markt? Stehst du auf? Gehst du mal was essen? Liest du ein Buch dabei? Das ist eine super Frage. Ich habe herausgefunden, dass das Problem vieler Leute ist, dass sie so heiß sind, darauf zu traden. Weil man ist ja gewohnt, wer viel arbeitet, verdient viel. Ja. Morgens früh aufstehen, schon mal ranklotzen, kann man früher aufhören und so weiter und so fort. Das Problem ist, beim Markt geht das nicht. Ist nicht der, der am meisten arbeitet, macht das meiste Geld, sondern der, der am intelligentesten arbeitet, macht das meiste Geld. Vor allen Dingen Risiko hat justiert. Also was ich tue, ist, ich gehe meine Setups durch, ich stelle meine Orders ein. Und danach hat sich die Sache erledigt. Ich beobachte die Märkte, um zu sehen, ob sich etwas ändert. Lese also kein Buch. Aber ich weiß, dass ich ja nur, zum Beispiel hier jetzt, wir haben 5-Minuten-Chart eingestellt, muss ich ja nur alle 5 Minuten gucken. Ja. Ich habe eine Uhr laufen hier und weiß also auf die Sekunde genau, wann diese Kerze nun zu Ende sein sollte. Und richte mich danach. Ja. Weiß also jetzt, ich habe 5 Minuten Zeit. Und dann kann ich zum Beispiel mir eine Banane holen, wenn ich eine zu wenig auf den Platz gelegt habe. Oder könnte theoretisch auch mal auf Toilette gehen oder ähnliches. So, ich hoffe, die Daniela hat ihren Profit gemacht.
Nein, nein, das ist meine Uhr. Und ich hoffe, ihr habt den Sinn verstanden. Ganz in Ruhe sitze ich also davor und versuche, den Markt zu lesen, was er tut aufgrund des Market Profiles. Gehe dann in den Trade hinein. Es interessiert mich gar nicht, was er da macht, ob er so Hämmer nochmal anläuft und so weiter und so fort. Solange sich die Situation nicht ändert, bleibt es gleich. Und habe meinen Zielkurs drin und freue mich, wenn dieser erreicht wird. So einfach ist das. Was immer jetzt die Nachricht war, ist die Angela zurückgetreten? ist uninteressant. Das Wichtige ist eben, dass man immer aufpasst, dass das Risiko, was man eingeht, zu dem Kursziel passt. Ich ziele also immer auf das Doppelte von meinem Risiko, damit das mit meiner Trefferquote passt. Also meine Trefferquote ist besser als 50%. Ja, sonst wäre das ziemlich blöd. Aber wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Deswegen muss man mehr verdienen auf die Gewinner, als dass man auf die Verlierer abgibt. Ich weise darauf hin, dass ich genauso, wie ich jetzt darüber kommentiert hätte, wenn wir jetzt ein Minus gemacht hätten. Denn es ändert ja nichts daran, dass das funktioniert. Und ihr braucht nicht zu denken, dass es jeden Tag mit so einem Spike funktioniert, sondern Leute, die mich kennen und mich verfolgen, die wissen, dass es teilweise auch mal Stunden dauern kann. Ja. Was mir wichtig ist, ist, dass Leute verstehen, dass man sehen kann, in welchem Status der Markt sich bewegt. Man kann sehen, in welche Richtung es wahrscheinlicher ist, dass der Markt sich bewegt. Und versuche das abzuhandeln. Ich versuche nicht, möglichst viele Trades zu machen, sondern versuche, risikoorientiert und risikoadjustiert möglichst clever an das Geld anderer Leute zu kommen, weil das ist das, was wir hier an der Börse machen. Im Future-Markt steht immer ein gekaufter Future gegen einen verkauften Future. Und das bedeutet, dass die Leute, die jetzt die Gegenposition gehabt hätten, ich wiederhole es nochmal, ich sage jetzt nicht, haha, habe ich doch getradet oder so, nein, ich trade in der Woche vor dem Verfall nicht, dann das ist eine reine Disziplinsache. Das ist statistisch eine der schlechten Wochen, diese vier Verfallswochen im Jahr. Und für die gilt das Gleiche wie für zum Beispiel FED-Tage oder EZB-Tage. Das sind einfach Tage, an denen das Risiko zu hoch ist im Vergleich zu dem Profit, den man da erreichen kann. Wenn du im Value-Bereich bist, versuchst du vom High zum Low oder vom Low zum High zu handeln. Wobei, wenn die Strecke weit genug ist, du auch den Point of Control als Ziel akzeptierst. Der Point of Control ist aber kein Einstiegspunkt. In der Regel kein Einstiegspunkt.
Und ich hoffe, dass, ich sage jetzt stellvertretend für die Ungeduldigen, dass die Daniela den Trade gemacht hat und Kohle verdient hat. Und dann beim nächsten Mal, wenn sie den langweiligen Olli zuhört, mehr interessiert ist. So, wer hat Fragen dazu? Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Ich vermisse ein bisschen hier die Interaktivität. Das kann sein, weil er mich noch nicht kennt. Dass man so ein bisschen gehemmt ist. Da kommt so ein komischer Kerl daher und lebt da auf dieser Insel da auf Zypern und da traut man sich vielleicht nicht oder man weiß nicht, wie man ihn fragen sollen oder kommt ein bisschen komisch daher oder wie auch immer. Ihr könnt mich also Dinge fragen. Bitte nur immer um die Höflichkeit, die ich auch an den Tag lege. Und dann kann man mich alles fragen. Ich hätte zum Beispiel jetzt erwartet, dass mich jemand fragt, was mache ich denn jetzt, nachdem mein Trade ausgeführt ist? Freut mich, Hannes. Gut gemacht. Oder man kennt mich länger, genau. Aber dann würde man ja mich fragen. Ich lebe auf Zypern, weil ich keine Kälte mag. Habe vor in 2 Wochen sind es 11 Jahre, habe ich einen Schlaganfall im Rückenmark gehabt, war 2 Wochen im Rollstuhl, konnte beide Beine nicht bewegen und die rechte Seite war gelähmt und habe dann 2 Monate im Krankenhaus verpasst und seitdem habe ich echte Probleme, wenn es zu kalt ist. Kannst mir einen Zimmertemperatur, haben einen Löffel, kannst du an Stellen meines Körpers halten, da denke ich, du haust mir da einen Eiswürfel hin. Das ist also Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 ist logischerweise, wir haben hier die bessere Steuerstruktur und daher ist das ideal für mich. So, jetzt kommen Fragen, finde ich cool. Also, der Jörg fragt, nimmst du nicht immer den 3-Minuten-Chart? Ich habe es gerade erklärt. Ich nehme in der Regel den 3-Minuten-Chart in den hochpreisigen Kontrakten, wie zum Beispiel Dow Jones, wie zum Beispiel DAX, wie zum Beispiel Bitcoin. Und den 5-Minuten-Chart in den anderen. Market Profile, weil ich da auf meine institutionellen Freunde angewiesen bin, schaue und berechne ich immer im M5. Daher sehen wir hier auch den M5. Der Michael fragt, ob ich nicht mehr 13 Punkte Stop-Loss handel und 26 Punkte Profit. Da hat er recht, das ist bei mir immer noch voreingestellt, wenn ich meine Futures handle. Ich passe es aber in der Regel an. Grund dafür ist, dass wir, als ich anfing mit diesen 13 Punkten Stop-Loss, einen ganz anderen DAX-Stand hatten. Damals waren wir 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Wir sind jetzt doppelt auf dem doppelten Stand mehr oder weniger. Und daher habe ich das angepasst. Zum Beispiel bei diesen Trades ist in der Regel mein Stop-Loss jetzt 20 Punkte. Ich bin schon seit 11 Jahren hier, lieber Andreas. Diese Non-Dom-Regelung mit den 17 Jahren keine Steuer gilt für mich nicht. Ich muss Steuern zahlen und freue mich darüber. Ich habe mich in Deutschland nicht gefreut, weil das viel zu viel Steuern waren. Aber hier freue ich mich. Hier gehe ich ins Finanzamt und werde hier freundlich begrüßt, weil sie sagen, guck mal, hier ist ein Deutscher, der zahlt eine Menge Steuern. Das finden die gut. Da meine Ausbildung durch Webinare stattfindet, freut sich der zypriotische Staat über die Mehrwertsteuer hier.
Wäre es ein reines Online-Produkt, würde sich der deutsche Staat darüber freuen. Deswegen mögen die mich noch mehr, dass ich keine Online-Ausbildung habe. Die Steuern sind hier für die ersten 19.500 Euro null. Und dann geht es langsam hoch bis auf 35%, glaube ich. Mein Steuerberater macht das einfacher. Für Firmen zahlst du 12,5% Steuern. Derivativer Handel ist in der Regel steuerbefreit. Steuerbefreit heißt null. Ist nicht so gut wie auf Dubai, aber gut genug. In Dubai ist es in den meisten Monaten des Jahres unangenehm heiß. Mein bester Freund, der wohnt in Sharjah, das ist nicht weit weg von Dubai. Und der erzählt mir immer, wie er versucht laufen zu gehen und seine Schuhe dann im Asphalt versinken. Das ist dann nicht so clever. Bisschen zu warm dann. Aber natürlich vom Lifestyle her ganz toll, wenn man das mag. Genau. Der Coco Preta. Ich habe auch zwei Kinder. Meine Tochter ist 20, mein Sohn ist 17. Und die fühlen sich hier heimisch. Einfach ein anderes Gefühl. Vielleicht hört ihr die Vögel hier im Hintergrund zwitschern. Wir haben gerade hier die Brutsaison, die Schwalben und so weiter kommen und kriegen Kinder. Leider gibt es immer noch Idioten, die die mit Netzen fangen. Aber langsam fangen sie an, dagegen was zu tun. So, was haben wir noch? Wie gehe ich mit Emotionen im Trading um? Emotionen muss man ausschalten beim Trading. Es gibt keinen Grund, zum Beispiel jetzt einen erfolgreichen Trade zu feiern, weil es einfach nur Teil des Ganzen ist. Es gibt keinen Grund, Frustrationen zu schieben, weil man einen Trade schief geht. Das ist ganz normal. Es können sogar, wie ich gesagt habe, 20 oder auch mehr Trades hintereinander schief gehen. Man muss das Risikomanagement darauf ausrichten. Und es ist wichtig, dass man sich da nicht in irgendeiner Art und Weise emotional damit beschäftigt. Deswegen muss man sein eigenes Research machen, denn wenn man das gemacht hat, weiß man genau, was passieren kann. Wenn ich weiß, was passieren kann, gibt es gar keinen Grund, da irgendwelche Gefühlsausbrüche zu bekommen. Diese Uhr, die kannst du, also es gibt natürlich viele Uhren, kannst du im Internet suchen. Suchst du einfach Computeruhr oder was weiß ich, weiß nicht mehr, unter was ich die gefunden habe. Gibt es viele verschiedene. Und oben links beim Stereo Trader wird auch angezeigt. Oben links im Stereo Trader wird es angezeigt. Ja, der Nelson. Jetzt hat er uns reingelegt, ha? Guck mal, mir ist das so klein. Dirk macht größer. Der blinde Olli braucht das. Genau, der Wald vor lauter Bäumen. Was haben wir noch? Ja, die Börsen wären langweilig, wenn es immer nur Gewinne käme. Mit dem Stereotrader. Der kann man 3 Minuten einstellen bei dem Stereotrader.
oder nur beim MT5? Ja, Michael, hallo. Grüße zurück in die Republik Österreich. Nur mit MT5 geht der M3 hier. Aber ist nicht so wichtig, geht auch mit M5 auch. Gibt keinen Unterschied. Es gibt ja Leute, die sagen, wieso nimmt der Olli M3? Die Amis nehmen M3, das ist das Ding. Und M5 und M3 sind ja beides Teile des M15. Ein M15-Schlusskurs ist ja auch ein M3-Schlusskurs und auch ein M5-Schlusskurs. Und daher geht also M3 und M5. Die Kerzen im M3 sind logischerweise in der Regel etwas kleiner als die im M5. Und nach meinen Techniken kann ich deswegen etwas, ich mache es ja so an der ATR fest, etwas kleinere Stopps fahren. Das ist der Grund des M3. Aber es geht im M5 genauso. Oh, und es gibt auch den FX Flat Candle Countdown. Ah, sagt der Johann. Das ist sogar korrekt. Also, ihr seid hier beim besten Broker der Welt. Warum wären wir sonst hier? Voll ausgestattet. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass Wünschen soweit möglich entsprochen wird. Ihr seid also hier in besten Händen. Seid beim Broker in guten Händen, ihr seid beim Stereotrader in guten Händen. Und hab gesehen, wer da zum Beispiel Freitag, der 13., sich nach Köln aufmacht, das seid ihr auch in guten Händen. Würde mich übrigens freuen, wenn besonders viele Leute da mal vorbeikommen würden, weil ich bin ja nicht immer in Deutschland. Und sich da mal persönlich melden würden. Sagen würden, hey, ich bin der, der dich immer schräg anspricht im Webinar. Dann, wenn er mich kennt, macht er es nicht mehr. Und den besten Service. Hier sag mal, arbeitet der Johann bei euch, Nelson? Nein, aber vielen Dank. War so nicht abgesprochen. Also, aber die Rechnung kriegst du nachher, Olli. Nelson, kann man bei euch die Nachtkurse ausblenden? Es gibt einen Indikator, mit dem man das machen kann, aber nur im MetaTrader 4, weil da Okay. Offline-Charts möglich sind, im MT5 noch nicht. Also, und jetzt muss ich noch was Positives sagen. Mir ist sehr viel Positives berichtet worden über das Helpdesk von FX Flat. Das heißt, wenn man eine Frage hat, dann wird einem da sofort geholfen. So, lass mich mal gucken. So, der Metin hat vorhin eine Frage gestellt. Der hat zu meinem schwarzen Fleck hat er eine Frage gestellt. Das nennt sich das Projekt. Und da kann ich es nur mit Hornbach machen. Sage, eben einer vor den Kopf hauen und sagen, nenne es nicht das Projekt. Ich glaube, dazu habe ich alles schon überall gesagt und ist ein leidiges Thema und wir überlegen, wie wir das auf die richtige Spur bringen. Ist nicht jetzt der Ort, darüber zu reden. Es ist ja sowieso im Augenblick, oder was heißt im Augenblick, ist schon lange eine geschlossene Veranstaltung und die Teilnehmer. Ich lese ja gar nicht, was da draußen erzählt wird oder in irgendwelchen Videos wird ja auch darüber hergezogen.
Es ist also so, dass die Teilnehmer genau zweimal einen Monat bezahlt haben, das war alles. Und wir sind jetzt, glaube ich, im 13. Monat oder so, oder im 13. Monat sind wir, glaube ich, oder am 14. Und davon sind also 2 Monate bezahlt Monate gewesen, weil es nicht so von uns umgesetzt wird, wie das gedacht wurde. Dass man daraus irgendwie eine Story konstruieren will, das ist, haben wir nichts damit zu tun und wollen uns dazu auch nicht äußern. Sonst hätten wir das ja längst gemacht. So. Der Hannes hat recht, mir hat der Fußball gestern gut gefallen. Beide FCBs haben gewonnen. So. Bleibt da in der Longsicht immer, solange er drüber bleibt oder wenn er zum Beispiel vor Tageshoch nicht rausnimmt, auch Short. Natürlich sind Support und Resist die wichtigsten Dinge im Leben eines Traders. Daher sollte man die auch immer dementsprechend einzeichnen und beobachten. Aber wenn wir, wie heute, nach oben gucken, gucken wir nach oben. Und zwar ist genau so lange immer nach oben, bis es sich gedreht hat. Und es kann sich erst dann für mich drehen, wenn wir uns zumindest mal unterhalb der Intraday Value Area befinden. Vorher kann sich nichts drehen. Ja. Und danach muss es ja in die Tagesvalue Area hineinfallen. Ja, solange suche ich Käufe. Hoffe, das beantwortet dir das, Gerhard. Die Holly-Uhr soll ich in Auftrag geben. Lebenshaltungskosten hier sind billiger, zum Beispiel Mieten sind viel billiger und so weiter und so fort. Das Leben auf Zypern ist allgemein deutlich billiger als in Deutschland. Logischerweise Dinge, die wie zum Beispiel Elektronik, die importiert werden müssen, sind hier etwas teurer. Internet ist teurer, aber alles andere ist in der Regel hier billiger. Ich habe es mal vorgerechnet für meine Community, die sind fast vom Hocker gefallen. Ja. Auch Versicherung und so weiter, das ist alles viel billiger hier. Grundstückspreise, logisch, Insel ist klein, sind relativ näher im Vergleich zu Deutschland billig, aber hier für die Insulaner relativ teuer. Das kommt daher, dass eben Leute aus, jetzt kommen verstärkt Leute aus Deutschland her. Leute, die eben aus Russland oder aus England oder was weiß ich herkommen oder sogar aus China, denn die sind sehr preisinsensitiv und glauben, weil sie in London ein Haus verkauft haben, gerade für 1 Million Pfund, müssen sie unbedingt hier die 1 Million Pfund wieder für ein Haus raushauen, weil es ja viel geiler ist, aufs Meer zu gucken und was weiß ich. Und daher sind die Preise für Immobilien hier im Vergleich zu den Mieten viel zu hoch. So, das dazu. Muss ich Verlusttage hinnehmen? Natürlich, klar. Ich bin kein Scalper. Ein Scalper kann in der Regel einen Verlusttag vermeiden, weil er viele Trades macht. Und habe also Leute kennengelernt, die teilweise wirklich über Jahre keinen Verlusttag hatten. Über Jahre keinen Verlusttag hatten. 3 Jahre, 5 Jahre keinen Verlusttag hatten. Bei mir war das so, dass ich am
Am Anfang, das waren bei mir 10, 20, 22 Jahre habe ich keinen Verlustmonat gehabt. Verlusttage ja, aber keinen Verlustmonat. Und dann habe ich im halben Jahr 4 Verlustmonate gehabt und bin dann zu einer Psychologin gegangen, zur Frau Monika Müller in Wiesbaden, und habe mir den Kopf gerade richten lassen. Weil ich gedacht habe, ich hab's verlernt. Ich kann es nicht mehr. Und das war rein psychologisch. Ja, und dann rückst du deinen Kopf gerade und dann geht's weiter. Also Verlustmonate sollte man nicht haben, wenn man Intraday handelt. Und aktiv handelt, sollte man keine Verlustmonate haben. Aber Verlusttag, logisch. Wäre verrückt, wenn es nicht so wäre. Hat auch mit Profi nichts zu tun, ist eben so. Ja, wenn ich dir sage, dass ich so am Tag vielleicht 5 Trades maximal mache. Es gibt auch Tage, da mache ich mal 50 oder so, aber in der Regel so 5 Trades. Ich dir ja vorhin gesagt habe, dass in der Regel auch mal 10, 15, 20 Verlust-Trades in Folge vorkommen kann, dann ist es klar, dass man auch mal einen Verlust hat. Meine schlechteste Serie bisher seit 1982 sind 9 Verlusttage in Folge. Ja. 9 Verlusttage in Folge. Du Mädchen, ich bin gar nicht böse. Ich hoffe, das habe ich auch in der richtigen Form ausgedrückt. Wir haben letzten Monat bei 11,99% plus gelegen. Ist nichts Berühmtes. So, wie würde ich jetzt weitermachen? Weitermachen ist, dass ich sage, ich suche Käufer. Ja? So. Bedeutet, ich gucke, wo war hier der Ausbruch? Der Ausbruch war hier. Das war der entsprechende Widerstand. Das heißt, ich würde versuchen, diese Linie hier zu countern. Ich würde versuchen, hier zu kaufen. Demnächst wird auch dann der Intraday Value anfangen, hier sich zu bewegen, und dann kann das auch als Kauf benutzt werden. Logischerweise ist auch hier nochmal die Linie einen Versuch wert. Wo man dann ja schon wieder überlegen müsste, warum kommt er denn so weit runter? Also ich habe als Internetgeschwindigkeit hier knapp 70 Megabit und 8 oder 9 Upload. Das reicht. Ich trade immer dieselbe Lotte. Zahl, jawohl. Und versuche es immer durch 3 teilbar zu machen. So kann ich bei Ziel erreichen 2 Einheiten, das ist meine Regel, verkaufen und mit der letzten Einheit darauf spielen, dass wir in einem Trend sind. Also wenn ich einen Trend erwarte, zum Beispiel, jetzt würde ich sagen, dieser Ausbruch war ja so dynamisch, das ist ja super. Jetzt habe ich 2 verkauft, habe noch einen, und mit diesem einen versuche ich jetzt ins Trailing reinzukommen. Das heißt, er muss jetzt irgendwo konsolidieren. Er macht es ja schon gerade innerhalb dieser letzten Kerze hier. Da bleibt er innerhalb, macht da also jetzt eine Range. Ich bezeichne das als eine Range, wenn wir 4 Kerzen lang kein neues Extrem gemacht haben.
eine Kerze, zwei Kerzen, drei Kerzen, vier Kerzen Range. Kann mich also jetzt hinstellen und kann sagen, jawohl, ich setze jetzt hier eine Linie hin. So, jetzt haben wir hier ein Logo-Bild. Jetzt muss ich warten, eine Kerze, zwei Kerzen, drei Kerzen, vier Kerzen. Und dann kann ich sagen, ich mache hier unten auf das tiefste Close eine. Und dann kann ich an den Ausbruch kommen. Es könnte aber jetzt theoretisch auch weiter runtergehen. Also das ist nur hier so ein Versuchsballon. Die gilt also nicht hier. Ja, verstanden? Kerze ist immer den Chart, den du beobachtest. Bei uns also hier im Augenblick M5. Ja. Gibt hier keine Ausfälle von Internet oder Strom. Also nicht mehr als in Deutschland auch. Ich habe viel mehr Kunden, die sagen, bei ihnen ist gerade das Internet weg, als ich, dass das Internet weg ist. Ich mache die Ausbildung jetzt 4 Jahre lang und ich glaube, zweimal war der Strom weg. Das eine Mal mit Ansage, weil sie irgendwas gebaut haben, und das andere Mal war kurz weg und kam dann wieder. Und die Community ist im Internet, wer bei mir in der Ausbildung ist, ist damit automatisch in der Community. Wir machen das auf einem extra Chat-Modul. Die Leute können sich da untereinander auch austauschen, helfen und so weiter. So, wir kommen langsam an das geplante Ende. Ich glaube, das war 10.45 Uhr, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Und daher möchte ich nur noch mal kurz wiederholen, worum es mir geht. Mir geht es also darum, zu begreifen, wie Märkte funktionieren. Ich benutze dafür das Market Profile in der Olli-Version und es ist auf Volumen aufgebaut. Bezeichnet den Point of Control als den fairsten Preis, als den Preis, der am Vortag das meiste Volumen gesehen hat. Und wir bilden eine idealisierte Normalverteilung um diesen Preis herum, indem wir jeweils 2 Ticks nach oben, 2 Ticks nach unten Volumen dazu zählen, bis wir auf 70% des Volumens kommen. Nicht 68,2, wie das normal wäre, sondern wir nehmen 70%. Warum? Weil wir errechnet haben, dass es die besseren Werte gibt. Klammer auf, anscheinend machen es andere genauso. Wir unterscheiden Märkte im Gleichgewicht und Märkte aus dem Gleichgewicht. Wenn der Markt innerhalb der Value Area tradet, gehen wir davon aus, dass er da drin auch verbleibt. Ich sage immer bis zum Beweis des Gegenteils. Das nicht so nach dem Motto, ja, heute regnet es oder heute regnet es nicht, sondern es ist einfach, ich sehe ihn drinnen, dann behaupte ich, er bleibt so, weil es ist menschlich, zu versuchen, nicht aus der Komfortzone herauszugehen, nicht Dinge anders zu machen, sondern immer das Gleiche zu tun. Wenn also was im Gleichgewicht ist, gehe ich davon aus, dass es im Gleichgewicht bleibt. Bis ich sehe, hey Mann, jetzt ist er aus dem Gleichgewicht. So, wenn der Bub wie hier jetzt aus dem Gleichgewicht ist und wie ich schon sagte, für mich ist die Zeit ab 9 Uhr entscheidend vor allen Dingen, dann sage ich, okay, akzeptiere diesen Preis für mindestens 30 Minuten, so wie heute 9.30 Uhr. Das sind 30 Minuten seit 9 Uhr. Und dann versuche ich, möglichst nah an diesem oberen Value Level, in dem Fall in den Markt hineinzukommen mit einem Long. Ich denke nicht über Verkäufe nach, sondern nur über Käufe.
Und im heutigen Fall hat es dann geklappt. Ich lasse mich nicht verunsichern, dadurch, dass er jetzt besonders schnell wird, wenn er versucht, mein Limit zu füllen, er besonders oft das testet oder was weiß ich, schwarze Kerzen formt, schwache Kerzen formt, was weiß ich. Das gehört alles dazu. Ich weiß, wo ich kaufen will. Ich weiß, was meine Chance und mein Risiko ist. Und ich bin bereit, aufgrund des von mir geleisteten Researches, das auch zu handeln. Ja. So. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Trend ist wichtig. Ich gucke diesen Trend an auf M15 Basis und die andere Sache ist, dass ich mich vor allen Dingen danach richte, wo ist Support und Resist. Ich versuche also diese Levels, diese Value Levels zu verbinden mit dem entsprechenden Support, Schrägstrich und Resist. Habe ich schon gesagt, lieber Thomas, ja. Kein Problem, wirklich kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also erst Gelegenheit ist hier. Hier würde ich es versuchen. Er kommt leider nicht ganz dahin. Und die zweite Möglichkeit wäre dann hier. Ja, du sagst, hat aufgesetzt. Vielleicht bin ich ein bisschen blind, aber hat eben nicht ganz geschafft. Weiß schon, was du sagst. Möchte mich zu meinem Future Setup nicht äußern, René. Wir sind hier bei FX Flat, da gehört es. Das zu respektieren und wir handeln nur, hier handeln wir nur CFDs beim besten CFD-Broker, den wir kennen, sonst wären wir ja nicht hier und haben deswegen als Datenfeed den FX Flat Feed. Alles andere wäre unverschämt, wenn ich mich dazu äußern würde. Wo ich Futures handle, wie ich Futures handle und so weiter und so fort, das ist ja Blödsinn. Bitte darum Verständnis. Jeder Monat ist anders, lieber Josef. Mein Ziel ist im Schnitt pro Tag 15 bis 20 Punkte zu generieren. Das ist viel mehr, als man ausgeben kann. Und kenne die Leute, die erzählen mir immer, dass sie am Tag, was weiß ich, 60, 80, 100 Punkte machen. Ja, das sollen sie mir dann mal zeigen mit entsprechenden Größenordnungen, ob es da noch geht. Man muss das also immer schön realistisch betrachten. Es gibt Leute, die sagen, hey, 20 Punkte am Tag ist ja lächerlich. Die können mir das dann gerne zeigen, wie das über Jahre hin sie gemacht haben. Alle die Leute, die das erzählen, machen das gar nicht, weil sonst würden sie keinen VW Golf fahren und in einer Dreizimmerwohnung irgendwo leben.
Und damit will ich nicht sagen, dass man keinen Golf fahren kann oder keine Dreizimmerwohnung haben darf. Natürlich ist eine tolle Sache, aber. Ich wollte schon gerade sagen, nichts gegen meinen Golf. Hast du einen? Golf 7, ja. Sehr schön. Aber ich glaube, dass der Golf wahrscheinlich teurer ist als mein Auto. Weil ich fahre hier alte Schüsseln. Weil bei dem Straßenzustand hier in Zypern mit den, wir haben hier Schlaglöcher, das ist schon rasant. Da wäre es eine Schande, irgendwelche neuen Autos drüber zu kloppern. Und hier rostet nichts, deswegen kann man die ewig fahren. Und 2007, mein Auto und das Auto meiner Tochter ist 1998er Baujahr. Ja, schon was her. Autos, nicht alle gleich. Wir haben, meine Tochter fährt einen Jeep und meine Frau und ich, wir fahren zwei Autos aus Stuttgart. Der eine vom einen, der andere vom anderen Hersteller. Und da man hier auf Zypern nur 100 fahren darf, also 120 hält einen die Polizei nicht an, wenn man hier auf Urlaub ist, stellt den Tempomat auf 119, dann seid ihr sicher. Nee, die rosten wirklich nicht. Gibt hier keinen Rost. Das erste Jahr, als ich hier war, hat es einen Tag lang geregnet. Gibt es keinen Rost. Und ich glaube, wir sind hier auch das Land mit den meisten diese langen Mercedes, diese 600er. Die fahren hier als Taxen rum. Die haben alle so irgendwie paar 70er Baujahr, glaube ich. Paar 70, paar 80. Geile Schiffe. Ich lege immer meine Limits. Ich will billig kaufen. Ich warte da nicht auf Reversal und doppelte Bestätigung und 20 verschiedene Moving Averages müssen in dieselbe Richtung zeigen und so, sondern ich kaufe Support und ich verkaufe Resist und kaufe Support. Diese 100, 120 sind schnell erreicht. Ich muss sogar noch mehr aufpassen, weil bei mir werden Meilen angezeigt im Auto. Weil ich sitze ja hier auf der anderen Seite. So, haben wir noch irgendwelche Fragen oder können wir den Nelson langsam, nachdem wir vielen Dank gesagt haben, in die Kaffeepause oder vielleicht, na, bei euch ist erst knapp 11 Uhr, da geht er noch nicht. Nein, 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 wir haben noch zu tun, noch keine Pause. Aber ein Kaffee klopft er sich vielleicht in den Hals. Das könnte passieren, ja. Nee, vielen Dank. Ich habe hier noch einen Link, werde ich noch reinkopieren in den Chat. Da kann man sich das letzte Webinar mit dir sich anschauen, wenn man weitere Infos zu Market Profile bekommen möchte und sich so auch auf das Event nächsten Monate vorbereiten möchte und dir vielleicht auch entsprechend die Fragen stellen kann. Kann man sich dann alles nochmal anschauen. Da erfährt man auch, wie man am besten Tomaten kauft. Fand ich sehr schön. Und ja, also ich bin habe mich sehr gefreut. Ich fand das Webinar wirklich super. Vor allen Dingen sind die Teilnehmer alle oder fast alle wirklich auch von Anfang bis zum Ende geblieben. Wirklich, das spricht für dich, Olli. Hast du super gemacht, auch sehr informativ.
Von daher Dankeschön. bedanke ich mich bei dir und natürlich bei den Teilnehmern, dass sie ihre Zeit dafür genutzt haben, hier zuzuhören und eventuell was mitzunehmen. Und ja, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und übergebe nochmal an Olli. Du hast das letzte Wort. Ja, super. Vielen Dank, Nelson. Also, ich möchte mich nochmal bei dir, vor allen Dingen bei dir natürlich, dem Dirk und FX Flat und Stereo Trader bedanken. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man das zusammen nutzt. Ich bin eine Stunde vorne dran, also nicht schlimm. Bei mir ist es jetzt gleich 12. Das heißt, langsam muss ich ans Mittagessen denken. Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einige von euch in Köln am 13. April wiedersehen würde. Wir hoffen, dass es da genauso funktioniert, dass wir unseren Kollegen, Mitbewerbern und Freunden zeigen können, dass unser Marktmodell mindestens genauso funktioniert wie deren Marktmodelle, die sich ja sogar teilweise auch überschneiden. Und freue mich darauf, Leute persönlich kennenzulernen. Also, vielen Dank und eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss zusammen und danke natürlich auch an Dirk und Michael Hinterleitner, dass Sie auch heute zu Besuch waren. Tschüss zusammen. Tschüss.